Na. Ach, da ist ja noch einer. So, ich hoffe, das war's jetzt hier im Großen und Ganzen. Inhalt wird gespeichert. So, was kommt jetzt noch? Ein Trupp hat mich gesehen, aber ich konnte ihn abhängen. Ich habe sie zu dir geschickt, Renko. Sicher ist sicher. So, jetzt haben wir hier alles geklärt und jetzt hole ich mir mal nicht die, sondern die Valkyrie wieder. So. Maximale Erste-Hilfe-Päckchen, das hört man doch gern. Aber das heißt ja nix. Und Muni haben wir zwar auch schon voll, aber da kriegen wir nochmal 8 plus 8 Stiefeletten, die da gerade angezeigt wurden. Und mal gucken, in welchem Höllenloch wir jetzt wieder auftauchen. Nicht einfach rumschießen. Psst. Ja, lauft weg. Ein Moment. Bleib hier, Catherine. Da blockiert noch eine Wache den Weg zur Bahn. Haben Sie eine Schusswaffe? Nein, leider nicht. Ich habe nur einen Hefttacker. Aber vielleicht wird er reichen. Wieso quatschen die Russen mir dauernd ins Wort? Die sind voll unverschämt. Ja, ich wohne du! Kleines Stehaufmännchen, wa? Ja, jetzt... Ja. Crash doch wieder voran. Nehmen Sie die Waffe. Nein. Sie könnte nützlich sein. Nein, ich gucke erstmal hier. Was ist denn das? Automatikkanone. Schwere Kanone mit einem automatischen Ladesystem in Verbindung mit einem 100-Schuss-Magazin. Unübertroffene Feuerrate für intensive Kämpfe und ein fröhliches Silvester. Das ist schön, so eine Knarre in der Hand zu haben und eine Catherine, die wieder überall reinläuft, wo nur geht. Na super, verschlossen. Vielleicht passe ich ja durch diesen Schacht. Helfen Sie mir hoch. Was? Wie soll ich dir denn hochhelfen? Vielleicht mit der Knarre? Ich könnte die Beine wegschießen und dann da durchquetschen vielleicht. Na komm, los. Danke. Los! Hoch! Hoch! Ich kann sie wohl von der anderen Seite öffnen. Das wäre nett. Und vor allen Dingen aus der Entfernung. Seit jemand hier war. Ich glaube, ich sehe was. Ich... Da lang, Renko. Hier ist ein Schaltpult. Ich schaue, ob es funktioniert. Und hier ist eine Treppe, du Eule. Seite aus blockieren. Glauben Sie, Sie können sie öffnen? Wie?
Wieso eigentlich ich? Warum streckst du dein Köpfchen nicht mal an? Der verdammte Damage-Chef und seine Experimente. Wir sind jetzt nur noch zu dritt und haben kaum noch Lebensmittel und Munition. Ich kann nicht anders, als diese Kreaturen zu bewundern, weil sie so tödliche Kampfmaschinen sind. Wenn man sich nur vorstellt, was die Sowjetunion hätte erreichen können, wenn man diese Experimente sicher unter Kontrolle gebracht hätte, der Westen hätte hilflos dagestanden. Kehrte er das also? Ich frage mich noch immer. Irgendetwas blockiert die Tür von der anderen Seite. 4690 E99. Zerstörungswunder, mehr Munition. Impuls, Blockierer. Und Widerstandskraft, energiegeladen, Ausdauer. Ach, da können wir noch runterscrollen. Sieh mal an. Inventar, mehr Erste-Hilfe-Päckchen. Erhöht die Wirkung von Erste-Hilfe-Päckchen. Das kostet nur 500, das nehme ich direkt mal mit. Blockierer haben wir schon, Impuls haben wir auch schon. Zerstörungswunder, Wissenschaftler, Feldarzt. Können Sie herausfinden, wie man sie aufkriegt? Nein. Energiegeladen. Erhöht die maximale Gesundheit. Das wäre auch nicht schlecht. Sprintdauer braucht man nicht unbedingt. Die Wirkung von Erste-Hilfe-Päckchen weiß ich noch nicht. Das nehme ich nochmal. Widerstandskraft nehme ich auch. Und das muss man hier alles ausrüsten. Das heißt, da bleibe ich lieber bei Scharfschütze. Maximal Damage und maximal Gesundheit wäre mir schon ganz lieb. Und Sanitäter können wir jetzt eh nicht mehr nehmen. Halt die Klappe. So, dann behalte ich den Rest von E99 erstmal. Eine Sniper. Wie beim Zahnarzt. Nur, dass er einem die Zähne nicht so rausschießt dann. Und der Inhalt wird gespeichert. Das ist immer ein gutes Zeichen. Scheiße, wo ist denn die Automatikkanone hin?
Na super. Automatikkanone einfach weg. Fuck, ey.